Hallo, willkommen Leute zu einer weiteren Runde Let's Play Gothic 2, das Wappen Prolog. Ich bin's wieder, euer Bloody, und wir haben jetzt heute, machen Part 56, stehen hier vor einem Charakter, den ich kein bisschen kenne, Thorgrim. Und ja, da gucken wir jetzt einfach mal, wo wir hier sind. Okay, wir haben hier, sieht aus wie eine Magiergrube oder irgendwas. Ist aber ein Templer irgendwie. Wir können mal kurz in unser Questlog reingucken, was der gute Kid denn schon alles wieder erledigt hat. Gut, das sind die üblichen Verdächtigen. Finde Ivan, was war das eigentlich nochmal? Gut, das haben wir wahrscheinlich gar nicht gemacht. Keine Ahnung, wie das da weitergeht. Artefaktsuche. Oh, warte mal, da. Teleport zu finden. Ich habe diesen Raum mit den Teleportern gefunden. Doch es scheint, vielleicht weiß Gallus Rat. Aber da haben wir doch schon weitergemacht normal. Brick hat mir angeboten, eine Rüstung aus Minecraft. Ja gut, das ist so eine Nebenquest, das brauchen wir wahrscheinlich nicht wirklich machen, weil wir das sowieso nicht zusammenkriegen, da wir wahrscheinlich alles wieder verkauft haben. Wir haben 9 Stück, brauchen aber 20. Okay, ich sehe keine Geldbeutel mehr, wir haben nur 187 Gold, aber ich sehe, wir tragen den Orkschlechter. Endlich ist das Ding da und wir können es tragen. Und der macht, wie viel Stärke haben wir denn aktuell? Lass mich mal schnell spicken. Wir haben genau 130. Das hat der Kid gut hingekriegt. Genau 130 und sogar 10 Lernpunkte übrig. Wir sind Meister am Einhand. Das heißt, es kann eigentlich nichts passieren. Ich speichere nochmal eben drüber. Ja, und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als mit Thorgrim zu reden. Dann tun wir das mal. Ach, guck mal. Sieht so aus, als geht die Hauptquest mal weiter. Mein Vater wurde von 2 Attentätern ermordet. Einen der Angreifer konnte ich erschlagen. Der andere floh. Ich folgte dem Attentäter durch eine Teleportrune und befand mich dann hier in Ostergard. Der Attentäter trug ein mir unbekanntes Wappen. Der Magier Gallus riet mir, mich in die Hauptstadt zu begeben, um dort Informationen über das Wappen zu erhalten. Seither suche ich eine Chance, über den Pass zu kommen. Und das Artefakt ist wahrscheinlich der Schlüssel dazu. Es geht mich zwar nichts an, aber um was für ein Wappen handelt es sich? Oh, soll ich ihm das jetzt zeigen? Ich habe wahrscheinlich gar keine andere Wahl. Wir machen das einfach mal. Hier ist das Wappen. Ich kenne das Wappen. Das ist das Wappen von König Merin. Der wahre König des Reiches. Doch warum diese Männer unter dem Wappen von König Merin deinen Vater ermordeten, weiß ich auch nicht. Wir Beschützer hatten einst das gleiche Wappen. Doch mit dem Tode von König Merin legten wir auch das Wappen nieder. Doch keiner dieser Beschützer ist hier am Berg. Wir haben damals einen Eid geschworen. Dieser Eid wird nie gebrochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jemand anders dort seine Finger mit im Spiel hat. Okay, was könnte es Lord Yaldin sein? Muss ich den kennen? Es tut mir leid, ich habe da nicht wirklich... Jaldin, sagt mir das irgendwas? Kam das in irgendeiner Quest mal vor mit dem... Oh Gott, ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Der Paladin Johann war nicht der, der zu sein schien. Er ist ein Spion von Jord Yaldin. Ich muss... Okay, da habe ich wohl irgendwo eine kleine Wissenslücke über diesen Lord Yaldin. Ja, okay. Ist er jetzt einfach mal... Kann man nichts ändern. Könnte es Lord Yaldin sein? Natürlich könnte Lord Yaldin dahinter stecken. Doch genauso halte ich König Rotin für denjenigen, der dahinter steckt. Im Namen aller Beschützer und auch des alten Königs Merin muss ich herausfinden, was dahinter steckt. Und ich denke, da kommst du ins Spiel. Oha! Du musst für uns herausfinden, wer dafür verantwortlich ist. Ja, wer seid ihr überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Wie soll ich das denn machen? Du bist neu in diesen Landen. Dich kennt keiner. Du kannst unsere Augen und unsere Ohren sein. König Rotin sucht also dieses Artefakt. Dann soll er es bekommen. Was habe ich davon, wenn ich euch helfe? Ich denke, du bist auf der Suche nach Informationen über den Mörder. Das ist deine Spur, der du folgen kannst. Kann ich auf dich zählen? Ja, ich habe anscheinend keine Chance, also ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Also gut, ich mach's. Sehr gut. Dann versuche nun in den oberen Teil der Burg zu gelangen. In dem Thronzimmer wirst du an dem Bild das Artefakt finden, was du suchst.
Komm danach zu mir. Oh, jetzt wird's aber echt spannend. Jetzt wird's echt richtig spannend. Und hier regnet es irgendwie ein bisschen rein. Das macht ihm aber wahrscheinlich nichts aus. So, okay, dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Denn irgendwie kenne ich diese Räumlichkeiten nicht. Mal kurz die Maus noch ein bisschen einstellen. Oh, wie, was? Zombie? Hä? Wow, muss ich das hier gerade verstehen? Oh, da ist ein Eisblock. Ja, frier dann. Ah, die sind ganz schön stark. Na komm her, immer dieses Rumgetänzel da. Also, wollen wir mal schnell schauen? Ja, ich esse ein bisschen Fleisch, ich bin mal nicht so. Vielleicht können wir hier gleich noch ein bisschen was braten. Das wäre ganz gut. Denn der Kit hat das sehr schön erwähnt, glaube ich, in seinem Video, dass ich auch mal Fleisch brate und dass er das sehr gut findet. Deswegen machen wir das ab jetzt wieder. Fisch, ich lasse mal alles drin, was nur so einmalig im Inventar ist. War dieser Knochen gerade grün? Nee, das war nur ein Bildfehler, oder? Die sind doch leicht grünlich, oder vergucke ich mich da gerade? Oh je. Okay, dann haben wir hier... Na komm. What? Was war das gerade? Ja, beschwör du dein Zeug hier mal. Ah, das ist aber nicht gut. Wir machen erst den Skelettkrieger fertig, oder den Magier, und dann hier das Skelett. Na komm her. Komm, dich kriege ich noch. Ah, das war kein Volltreffer gerade, bei 60%. Okay, muss ja nicht. Da ist nichts zu holen. Okay, da ist nichts. So, gut, zum oberen Teil der Burg. Ich weiß es nicht, was hier eine Burg ist und was nicht. Das wird es wohl nicht sein. Er hat gesagt, an einem Bild. Da ist nichts zu holen. Das heißt, wahrscheinlich ist das noch gar nicht irgendwie oben bei der Burg. Da muss ich jetzt erstmal schauen. Ach, oh mein Gott. Da ist ein Dings. Ein Dämon. Wird ja ganz schön spannend. Ich denke mal, dass der Kid nicht hier reingelaufen ist. Der wird wahrscheinlich... Der ist wahrscheinlich irgendwie teleportiert worden hierher, denn da unten ist hier eigentlich nichts. Da ist ja keine Tür oder irgendwas. Also ich verstehe das jetzt nicht. Der muss doch dann hier geportet worden sein. Wie ich sehe, trägst du das Amulett bei dir. Hä? Kannst du seine Macht spüren? In der Tat, das kann ich. Ich habe ein Gefühl, als könnte ich Bäume ausreißen. Wie viele solcher Artefakte gibt es? Bei den Artefakten handelt es sich um die Relikte von König Merin. Genauer gesagt gibt es drei Artefakte, das alte Amulett des Erbauers, die Rüstung aus magischem Erz. Oha! Und die Einhandwaffe Rabenring. Ach was. Ja, geil. Ja, da müssen wir jetzt... Aber ich frag mich, hat er jetzt schon das Artefakt gemeint? Haben wir das schon abgeholt oben in der Burg? Aber welches soll das denn sein? Das ist es, glaube ich, eigentlich... Ist es das hier? Ist das wirklich das Amulett jetzt? Aber wo haben wir das her? Ist das das Artefakt, was er jetzt von uns will, dass wir das holen von dem Bild? Es wird halt leider hier nicht viel beschrieben. Also, da wäre es gut, wenn da irgendwann mal noch nachgebessert wird mit den Tagebucheinträgen. Das wäre nicht schlecht, sage ich mal so. So, da werden wir jetzt einfach mal hier mal weiter noch ein paar Sachen fragen am besten. Über die Relikte, genau. Erzähl mir mehr über die Relikte. Worüber möchtest du mehr wissen? Das Amulett des Erbauers. Das alte Amulett des Erbauers. Niemand weiß von seiner wahren Herkunft. Es finden sich in den ältesten Schriften schon Aufzeichnungen über das Amulett. Es ist so alt, dass es fast schon scheint, als wäre es immer schon da gewesen. Klar ist nur, die Energie des Amuletts lässt einen warm ums Herz werden. Und alle Furcht ist verbannt. Gerüchte sagen, dass das Amulett aus Drachenschuppen hergestellt ist. Denn wenn man es trägt, ist die Haut wie ein Schuppenpanzer. Die Rüstung aus magischem Erz. Du solltest sie sehen. Sie funkelt im Licht und strahlt voller Energie. Geschmiedet in den Erzminen Korinis, wurde sie von einem mächtigen Erzbaron viele Jahre getragen. Doch mit dem Fall der Barriere kamen die Drachen und die Rüstung geriet in Vergessenheit. Erst mit dem Einmarsch der Paladiner in das Minental wurde die Rüstung von einem mutigen Paladin entdeckt. König Merin. Noch heute ist die Rüstung magisch
und lässt seinen Träger ohne Furcht auch an die dunkelsten Orte gehen. Die Einhandwaffe Rabenrecht. Rabenrecht, das mächtigste Einhandschwert weit und breit. Sein Ruf eilt ihm voraus. Geschmiedet in den Erzminen Korinis, konnte es viele Kämpfe siegreich entscheiden. Mit dem Fall der Barriere suchte das Schwert einen neuen Träger. König Merin war zu der Zeit im Krieg mit den Orks und ein wahrer Schwertmeister. So kam es, wie es kommen musste. Und Schwert und Meister wurden eins. Nach dem Tode von König Merin sucht das Schwert wieder einen neuen Schwertmeister, der es zu führen vermag. Ja, das wäre dann wohl ich sein. Oder eher gesagt wir. Ich muss immer wieder sagen, dass, wie beeindruckt ich von diesem Sprecher bin. Den Sprecher habe ich jetzt schon mal gehört. Ich meine, hat der nicht Gallus gesprochen auch? Also das ist wirklich, also gerade diese Stelle ist es sehr gut betont und alles. Und also die Qualität von dem, zumindest jetzt von diesem Sprecher, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Was soll ich nun mit dem Artefakt machen? Du bringst es zu Lord Gerlach. Wenn König Rotin so großes Interesse daran hat, dann wird Lord Gerlach dich damit zu ihm schicken. Da beginnt dann deine Aufgabe als Spion der Beschützer. Also gut, ich werde ihm das Artefakt bringen und Informationen sammeln. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, dass mein Vater getötet wurde, der wird dafür bezahlen. Übe dich in Geduld. Dann werden wir wissen, wer hinter dem allen steckt. Ich gebe dir diese Rune. Mit ihr ist es dir möglich, diesen Ort wieder zu verlassen. Ich denke, es versteht sich von selbst, dass du uns hier oben nie gesehen hast. Ich? Nein, ich habe niemanden gesehen. Dann geh nun zu Lord Gerlach. okay, gut. Wir haben eine Rune bekommen. Teleport von der Bastion. Also ist das hier die Bastion? Und jetzt weiß ich auch, wer diese Leute hier sind. Das sind wohl die Beschützer, so wie er es gerade erzählt hat. Ich werde trotzdem mal ein bisschen oben noch rumschnüffeln. Könnte ja ganz interessant werden. Vielleicht schaffen wir es gegen so einen Dämon sogar. Ich bin mal gespannt. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber wer weiß das schon. So, wir essen in der Zeit noch ein bisschen Fleisch. Ich sehe gerade, wir haben noch Feuerregen, Monsterschrumpfen, Blitz oder Blitzschlag ist das da oben. Ja, nicht wirklich so tolle Runen. Ich will jetzt keinen Feuerregen verschwenden für den Dämonen, auch kein Monsterschrumpfen. Bin mir auch nicht sicher, ob das beim Dämon geht. Deswegen... Ja, ich meine, klar hat uns die Rune gegeben, wir können uns dann wieder zu ihm porten, aber ich will doch mal gerne wissen, was hier draußen so ist. Es wird allerdings ziemlich hart werden. Erstmal gucken, wer ist das überhaupt? Hat der vielleicht einen Namen oder... Er heißt nur Dämon. Das ist die Bastion. Ich frage mich echt noch, wie sind wir überhaupt da hingekommen, wenn er uns jetzt erst die Rune gibt? Okay. Ja, komm. Ich muss nur aufpassen. Die sind teilweise unberechenbar. Das müsste eigentlich klappen. Gut. Wer kam da jetzt angelaufen? Dieser Thorgrim oder wer kam da jetzt gerade? Ah, okay. Kann ich das speichern? Kann ich das speichern mit F5? Nee, das geht nicht. Irgendwie, er hängt gerade ein bisschen. Ich hoffe aber, ich krieg das hin. Er ruckelt gerade einfach ein bisschen bei mir. Jetzt speichern wir einfach hier schnell unter einen neuen Spielstand, um ganz sicher zu gehen. Speichern. Drück mal einfach mal kurz die 1 und machen wieder Speichern. Und das lassen wir kurz rechnen. Und dann dürfte es hoffentlich weg sein. Und ich muss noch mal kurz laden. Nee, ist immer noch da. Dann laden wir den Spielstand einfach mal schnell. Eins nach oben. Auf Laden gehen. Dann eins runter. Ja, das ist halt... Das passiert ab und zu, da kann man nichts machen. Ist auch jetzt hier in dieser Mod das erste Mal, dass das passiert ist. Also eigentlich kein Problem. Ja, mich interessiert echt, wo wir gerade sind. Ich muss mir da erstmal einen Überblick verschaffen jetzt über dem Ganzen hier. Auf jeden Fall hier oben haben wir noch so einen Skelettkrieger. Ist das ein Skelettkrieger? Ein normales Skelett. Guck mal, ob der irgendwie hier runterkommt. Oh, da ist noch irgendwo was. Er springt doch einfach, komm. Na gut, wir laufen erstmal schnell weiter. Ich muss mal kurz gucken.
Oh, hier ist eine Schmiede. Okay. Womit denn? Wir haben auch gar nichts, was wir hier machen können damit. Dann gehen wir mal nach oben. Oh, das ist schon wieder richtig schön spannend, finde ich gerade. Ich freue mich gerade irgendwie, das hier spielen zu können. Okay. Ja, die sind kein Problem. Aber absolut gar kein Problem. Das läuft flüssig von der Hand. Kann man nichts sagen. Ich muss sagen, wir sind auch schon mittlerweile echt stark geworden. Oh, das war kein Volltreffer. Bin allerdings gespannt, was dieser Rabenrecht, was dieses Einhandschwert an Stärke dann braucht und ob wir das überhaupt noch alles bekommen. Mich echt interessieren. So, wir zerpflücken erstmal ein bisschen die Bastion. Oh, da ist was mit Eis. Muss man aufpassen. Ich muss leider jetzt etwas häufiger speichern. Na komm. So, jetzt hast du eh verschissen. Ein Innos-Schrein. Okay. Da lesen wir gleich mal neugierig, was hier zu lesen gibt. Gar nichts. Okay. Oder der Held will uns nicht mitteilen, was er da gerade liest. Das kann auch sein. Ich finde es allerdings etwas seltsam, dass der Held wirklich die Heldtextur hat und dass man da nicht irgendwas anderes genommen hat, weil es ist ja definitiv nicht der Held aus Gothic. Es wäre doch, glaube ich, gar nicht so schwer gewesen, da einfach ein anderes Gesicht zu nehmen. Aber gut, ist ja noch eine, was haben wir, was spielen wir? Prolog. Das heißt, ist noch nicht fertig. Also, keine Sorge. Aber natürlich ist es auch was man noch ändern muss. Nehme ich mal stark an. Denn wir spielen ja nicht den Helden. Das kommt ein bisschen komisch. Fühlt sich auch komisch an, wenn er redet, muss ich sagen. Deswegen, ja, wird sicher noch geändert. Gehe ich stark davon aus. Okay, hier ist nur ein Schlafraum. Sieht mir alles ein bisschen arg verlassen aus. Bin schon gespannt, wenn ich dann Kids Folge anschaue und dann endlich sehe, wie er da hingekommen ist. Ich weiß nicht, ob er da wirklich durchgerannt ist. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Das ist hier irgendwie ein abgeschottetes Gebiet. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo sind wir eigentlich hier? Ich weiß es gerade echt nicht. In irgendeinem Wald, mehr sehe ich gerade nicht. So, da bin ich hochgekommen. Jetzt gehen wir erstmal da nach oben, okay? Das machen wir jetzt. Zeit haben wir noch genug. Wir haben gerade mal etwas über die Hälfte runter. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir werden einfach mal hier hochgehen. Und zwischenzeitlich lade ich mich nochmal ein bisschen auf. Ich nehme jetzt trotzdem schnell einen Trank und dann ein bisschen Fleisch, so ein bisschen abwechseln. Ich hoffe, dass ich noch zum Braten dazukomme in dieser Folge. Weil uns geht auch langsam das Fleisch aus. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir gerade nur noch Zombies, Skelette und Minecrawler und irgendwas bekämpfen und keine richtigen Wölfe oder Waage mehr. Das macht das Ganze etwas schwierig, Fleisch zu sammeln. Oh, jojojojo. Was haben wir denn da? Wow, der ist hinter mir. Ein Schattenkrieger. Hoffentlich bleibt das Skelett oben. Ich denke mal, wir können den besiegen. Wir können den besiegen. Komm, das schaffen wir. Ich weiß noch nicht, wie viel der abzieht. Ich hoffe, dass... Oh Gott, das sind... Nein, das waren kein Volltreffer. Ich wollte gerade schon sagen, wenn das Volltreffer sind, brauchen wir eine Weile. Aber keine Sorge. Das schaffen wir recht zügig. Vielleicht kriegt man nicht mehr was ab, wenn es gut läuft. Außer er macht solche Tänzchen hier. Oh, jetzt muss man schnell... Weißt du was, ich speichere einfach nochmal schnell drüber. Dann haben wir nochmal sicher. Was macht der jetzt eigentlich da? Kommst du her oder nicht? Komm her. Hier, was denn? Hier, wo ist er denn? Hä? Okay. Er will nicht mit mir sprechen. Dann machen wir halt erstmal das Skelett schnell down. Oder auch nicht, je nachdem. Ja, dann komm aber auch her, bitte. Komm. Ich habe darauf, auf dieses Spielchen jetzt gerade keine Lust. Oh, ja, toll. Ja, super. Ja. Ich verbessere mich. Wir könnten ihn leicht besiegen, wenn das Spiel mich lässt. So, jetzt. Ja. Also irgendwas... Ja, toll. Geil. Ja, was willst du mich verarschen jetzt? Da kommt das Skelett runtergehüpft. Ich glaube, ich gehe nochmal ein bisschen hier außen hin. Das... Ah! Wie hart. Ja, also so ein Schattenkrieger ist nicht ohne. Der macht halt viel Damage, ja. Ich meine, wir machen auch viel Schaden. Wir brauchen dann noch die Rüstung. Diese Erzrüstung. Würde mich auch interessieren, wie die das in Szene gesetzt haben. Was haben wir hier? Normalen Zweihänder. Es ist zum Glück eine Einhandklinge. Da bin ich wirklich heilfroh. Denn wir sind Kämpfer... 35% bei Zweihand, das wäre nicht so gut. Da müssten wir noch da was investieren und die Lernpunkte haben wir eigentlich eh schon keine mehr übrig. Wir haben jetzt 10 Stück noch, die würde ich aber dann, wahrscheinlich müssen wir noch mal in Stärke investieren. Ich gehe mal schon davon aus, dass da das Rabenrecht mehr Stärke braucht als der Ork-Schlechter.
Und ich bin auch mal wirklich gespannt, wie viel stärker das Schwert denn nun ist. Ob das ein Bonus-Damage macht. Also, ich bin sowieso ein Fan von, wenn so Waffen so richtig mystisch hervorgehoben werden. Und jetzt müsste er doch hier eigentlich das Amulett sein, oder täusche ich mich da jetzt? Okay, dann geht's wohl in die Bastion. Hier ist so ein Thron. Ein Thron. Was brauche ich da noch von Wort dazu? Es ist ein Thron. Ich wollte jetzt irgendwie Thronfolger oder irgendwas sagen, aber es ist halt, es ist der Thron, ja. Da kann man nichts dazu noch dichten. Da haben wir noch so eine Textur, die nicht hinpasst, aber das ist ja nicht schlimm, ja. Also ich störe mich daran jetzt nicht. Oh gut, der Zaun sieht schon ein bisschen doof aus, aber kann man jetzt nichts machen. So, jetzt gucken wir mal oben in diesen oberen Stock noch, ob da noch irgendwas Interessantes ist. Ich glaube es zwar nicht, das wird nur so ein Türmchen sein. Oh, und ein Skelett noch. Ja gut, dann haben wir das auch schon geschafft. Und da können wir wahrscheinlich wieder hoch, so wie standardmäßig in Gothic in diesen Standardtürmen. Ist aber ausnahmsweise mal nichts drin. Aber jetzt kann ich mir mal ein bisschen Überblick verschaffen. Wo sind wir denn hier? Man kann da hinlaufen. Okay, aber irgendwie ist da kein direkter Weg. Also ich weiß jetzt nicht, wie der Kit da hingefunden hat, muss ich ehrlich zugeben. Aber es schaut doch irgendwie so aus, als hätte er dieses Artefakt schon aus diesem Bild gelöst, so wie er sagt. Ich bin mir halt jetzt leider nicht sicher, also ich kann das jetzt nicht richtig einschätzen. Da sind wir... Oh, warte mal, da drüben ist doch auch noch was, oder? Täuscht das jetzt? Nee, das ist nur... Hier geht's nur in diese Unterkünfte rein. Okay. Da war jetzt aber kein Bild mehr irgendwo. Ich probiere jetzt trotzdem nochmal in dem Thronsaal nochmal oben. Vielleicht bin ich falsch gestanden. Das kann mal passieren beim Aktivieren, dass man da doch ein bisschen mehr Abstand braucht. Hier ist ja kein Bild. Da ist auch bestimmt nichts. Hier im Eck ist auch nichts. Ja. Hier vielleicht? Ah, jetzt habe ich schon gedacht, dass da was sich bewegt. Aber nee, also hier geht nichts. Das schauen wir nochmal eben schnell hoch. An dieses Bild hier. Vielleicht näher ran einfach. Naja, also hier geht gar nichts. Ich klicke mich hier gerade blöd. Da funktioniert gar nichts. An den Rüstungen wahrscheinlich auch nicht. Aber das ist doch die Bastion. Er hat gesagt, ich soll noch weiter hoch in der Bastion. Ich setze mich einfach mal auf den Thron. Das haben wir verdient. Aber wie schwer er gleich atmet da. Ja, klar, wenn er so oft kämpft, geht ihm halt die Puste aus, gell? Dann muss er halt hektisch atmen. Okay, also hier war jetzt nichts. Das ist schade eigentlich, aber okay, kann man nichts machen. Da gehen wir mal nochmal runter, versuchen nochmal mit ihm zu sprechen. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieses eine Amulett, dieses alte Amulett, was wir tragen, dass das schon irgendwie dieses Amulett ist. Weil er hat uns ja danach gleich wieder angesprochen und dann weitergemacht, dass wir irgendwelche Artefakte suchen müssen. Wir müssen ja auf jeden Fall jetzt mit Lord Gerlach sprechen. Ja, und dann wird es wahrscheinlich da wieder weitergehen, denn hier ist ja auch ein Bild drin, oder? Aber da ist ja nichts, oder? Ich klicke jetzt auch nochmal ein bisschen rum, ein bisschen mehr Abstand mal klicken. Noch ein kleines bisschen mehr. Ah, da geht gar nichts, okay. Dann gehen wir jetzt wieder eine Etage tiefer, reden nochmal mit ihm. Wenn das nicht geht, sind wir bei Lord Gerlach gleich. Wo es hoffentlich weitergeht. Ich hoffe, der Kid hat das hingekriegt mit diesen... Steinsärgen da. Das würde mich echt nur interessieren. Das habe ich jetzt gar nicht so noch verfolgt. Das kommt ja erst in seinem Video. Okay, er hat nichts zu sagen. Da würde ich sagen, wir porten uns mal direkt zurück in die Stadt. Okay, zu wenig Mana. Und dann habe ich das auch mal wieder erledigt, dass ich in der Stadt war. Das ist sehr gut. Oh, wir haben nur noch... Jetzt hätte ich beinahe einen Kronstück. Wir haben 20 Kronstücke. Hey, wofür denn? Ja gut. Wer das braucht, gell? Okay. Ah, ich verstehe. Wahrscheinlich ist das hier gar nicht die Bastion, sondern das ist die Bastion. Das kann natürlich vorkommen. Oh. Oder doch nicht. Okay, jetzt bin ich noch mehr verwirrt als vorher. Jetzt weiß ich irgendwie gar nicht mehr. Jetzt weiß ich wirklich irgendwie gar nicht mehr, wo ich jetzt bin oder wo ich hin muss. Das Problem ist, dass immer der Kit hier das abgelaufen ist und der hat auch diese Eingänge gefunden. Ich versuche jetzt mal hier rauszulaufen. Gut, jetzt könnte ich wahrscheinlich wieder nach Utscha. Das wird jetzt bestimmt gehen. Aber ich will ja eigentlich wissen, wie ich hier überhaupt hinkomme. Okay, kenne ich das hier? Ich bin mir echt nicht sicher, Leute.
Bin ich hier schon mal gewesen? Wir schauen einfach mal, wo wir hier überhaupt sind. Sagt mir jetzt gerade nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Da wir ohne Lording gerade durch diesen Teleporter sind, müssten wir eigentlich noch in der Nähe sein von der Bastion. Zumindest im selben Level. Ist das hier das Startgebiet? Wieder mal? Und da haben wir das eine versteckte Dings da hinten nie gefunden, oder wie? Interessant. Das ist hier hinten. Ich meine, ihr kennt mich ja. Ich habe immer noch keinen Plan, wo hier was ist in dieser Welt. Deswegen ist das nicht weiter wundernswert, dass ich auch jetzt nicht wusste, wo wir sind. Oder ich weiß es, glaube ich, immer noch nicht genau. Alter, das ist ja echt vertrackt. Auch mit diesen ganzen Steinkreisen hier ist das nicht leicht. Also das ist praktisch hinten am Startpunkt, wo man gestartet ist, und dann noch weiter hinten. Und dann nochmal in irgendeine Senke und dann ist man an der Nicht-Bastion. So viel habe ich jetzt mittlerweile schon rausgefunden. Oder beziehungsweise wir sind dann unten an der Bastion. Und wie man dann auf die andere Seite kommt, muss man wahrscheinlich durch dieses Wasser durchschwimmen. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe jetzt einfach mal. Ich hoffe mal, dass der Teleporter funktioniert jetzt. Jetzt habe ich wieder kein Mana. Oh Mann. Ihr macht es mir aber heute spannend, ob das jetzt geht oder nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Doch, das geht jetzt wieder. Okay. Ja, gut. Dann sind wir wieder einmal in der Stadt. Sehr schön. Kaufen können wir uns nichts, sonst hätte ich mal uns ein paar Heiltränke besorgt vielleicht, aber wir haben ja echt kein Gold. Wir könnten den Zweihänder verkaufen. Eine Ritterklinge. Okay, brauchen wir das Ding? Eigentlich nicht, gell? Ist sehr viel schwächer und gibt uns halt ein bisschen Einhandtalent. Das brauchen wir aber nicht unbedingt. Das kann der Kid ja mal verkaufen, wenn er will. Und dann wieder in irgendwas Sinnloses investieren. Ja. Nee, hat er gut gemacht mit der Stärke, dass wir jetzt den Ork-Schlechter endlich mal tragen können. Das war echt eine gute Sache. Okay, dann sollen wir mal... Wir gehen mal zu Lord Gerlach. Das wiederum steht aber auch nicht hier drin. Also, ich werde nochmal ganz kurz mit Gallus sprechen, dem Magier, und einfach mal gucken, was er noch zu sagen hat, ob überhaupt und wie auch immer. Nee, Gallus hat gar nichts mehr zu sagen. Okay, dann gehen wir direkt zu Lord Gerlach jetzt und schauen, was er uns sagt. Ich frage mich auch, warum ich jetzt überhaupt zu ihm muss. Ich weiß es gar nicht. Ah, er sitzt schon wieder mal. Oh, er sitzt wieder ganz unentspannt da. Ah, okay, das war doch die Bastion. Dann ist alles klar. Gut, dann werden wir mal mit ihm sprechen. Ich komme aus der Bastion. Berichte. Ich war in der Bastion und habe das Artefakt gefunden, was Lord Roten sucht. Was ist es? Wie sieht es aus? Es ist ein altes Amulett mit magischen Fähigkeiten. Zeig es mir. In der Tat, ein sehr faszinierendes Amulett. Es muss umgehend zu König Rotham gebracht werden. Ich möchte, dass du es überbringst. Ich vertraue dir und weiß, dass du einer der stärksten Männer der Garde bist. Oha. Hier hast du das Amulett zurück. Und nun geh und lass dich nicht aufhalten. Okay. Okay, ich habe das Amulett und soll mich nicht aufhalten lassen. Okay, und vielleicht steht das auch woanders drin. Warte mal. Unbekannter Ort, wo bin ich? Ah, okay, nee. Hat mir den Zutritt über den Pass Forst verweigert. Er braucht mich hier in Ostergard. Holz für Uwe, Tischplatte, magisches Set, finde Ivan. Artefaktsuche. Also, wie gesagt, mag sein, dass das ein bisschen Gothic-like sein soll, dass man ein bisschen suchen muss, aber es ist halt schon länger gar kein Tagebucheintrag mehr gekommen, seit ich die letzte Folge gespielt habe. Ich weiß halt jetzt echt gar nicht, was ich machen muss. Und der Kid tut sich jetzt bestimmt auch schwer, denn er sieht jetzt, dass ich wahrscheinlich wieder in der Stadt bin, weil ich jetzt gleich aufhören muss. Und ja, es hat sich im Inventar nichts verändert. Das alte Amulett ist immer noch drin. Ich habe mit dem Grim-Dorn-Dings da, keine Ahnung, Grimbald, Grim-Dings da geredet, aber jetzt muss er halt den Pass suchen. Ich hoffe, er... Warte, ich stelle mich da drüben einfach hin. Dann wird er wissen, dass ich mit Lord Gerlach geredet habe. Hoffe ich mal. Obwohl er das andere Gespräch mit diesem Grimm-Typen da nicht kennt. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Denn ich habe keine Ahnung, wo der Pass ist bei Ostergard. Ich weiß es nicht.
Werden wir aber rausfinden in der nächsten Folge vielleicht. Bei Kit, ich bin raus, euer Bloody Winterteil. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.